Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. US-Präsident Trump hat nach eigenen Angaben einen Angriff auf den Iran kurz vor Beginn gestoppt. Trump schrieb im Kurznachrichtendienst Twitter, die Militäraktion wäre wegen der zu erwartenden Todesopfer unverhältnismäßig gewesen. Die Luftschläge waren als Vergeltung für den Abschuss einer US-Aufklärungsdrohne durch den Iran geplant. Internationale Airlines wie die Lufthansa umfliegen wegen des Konflikts künftig die Straße von Hormus. Als Moment der Wahrheit beschreibt die New York Times die Entscheidung, einen Militärschlag gegen den Iran in letzter Minute abzubrechen. Präsident Trump bestätigt dies heute durch eine Reihe von Tweets. Auf seine Frage, wie viele Menschen sterben würden, habe ein General gestern Abend 150, Sir, geantwortet. Daraufhin habe er den Angriff gestoppt. So viele Tote seien unverhältnismäßig im Vergleich zum Abschuss der unbemannten US-Aufklärungsdrohne durch den Iran. In Teheran werden heute angebliche Trümmerteile der amerikanischen Drohne des Typs RQ-4A Global Hawk präsentiert. Der Iran will Beweise dafür haben, dass dieses rund 120 Millionen Dollar teure Fluggerät in den iranischen Luftraum eingedrungen sei. Die Islamische Republik Iran verurteilt diese provozierende Art und die gewalttätigen Kräfte gegen unser Land scharf. Wir haben gegen diesen aggressiven Akt auch bei den Vereinten Nationen protestiert. Die USA bleiben dagegen bei ihrer Darstellung. Die abgeschossene Drohne habe sich im internationalen Luftraum befunden. Dieses Video belege das auch eindeutig. Angesichts einer drohenden Eskalation der Spannungen mahnt die Opposition in Washington Trump zur Besonnenheit. Der Präsident will vielleicht nicht absichtlich Krieg, aber wir haben Sorge, dass er in einen Krieg stolpert. Während die Demokraten fordern, den Kongress einzubeziehen, bevor es zu Militäraktionen kommt, demonstriert der Präsident Gelassenheit. Trump twittert, er habe keine Eile, das US-Militär sei stets einsatzbereit und die verschärften Sanktionen gegen den Iran würden greifen. Beobachter in Washington werten dies als Angebot zur Entschärfung der Lage. Das Bundeskabinett hat grünes Licht für die Reform der Grundsteuer gegeben. Der Gesetzentwurf von Finanzminister Scholz soll bereits kommende Woche im Bundestag beraten werden. Vorgesehen ist ein Modell, in das auch der Grundstückswert und das Mietniveau einfließen. Allerdings darf jedes Bundesland seine eigene Berechnungsweise einführen. Mit der Reform setzt die Bundesregierung ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts um. Für die Grundsteuerberechnung gelten immer noch Werte von 1935 und 1964. Manche Immobilien sind seither viel teurer geworden, trotzdem bezahlen die Eigentümer eine geringe Grundsteuer. Andere haben deutlich an Wert verloren, doch die Grundsteuer ist relativ hoch geblieben. Ungerecht, so das Bundesverfassungsgericht, Reformbedarf. Nach einem Jahr Diskussion heute durch die Bundesregierung Verabschiedung des Gesetzentwurfs. Es wird Entlastung geben, also da, wo die Grundstücke nicht mehr so viel wert waren wie in den vergangenen Jahrzehnten, wird es weniger Steuern sein. Und da, wo Zentren neu entstanden sind, wo die Werte gestiegen sind, wird die Steuer auch höher sein. Der Finanzminister ließ erklären, die Steuerzahler würden insgesamt nicht höher belastet. Laut Finanzministerium könnte es in begehrten Lagen um 4 bis 5 Euro im Monat teurer werden. Die Wertermittlung finden Länder wie Bayern viel zu aufwendig. Damit daran die Reform nicht scheitert, erlaubt der Gesetzentwurf den Ländern eine abweichende Grundsteuerberechnung, etwa pauschal nach Fläche. Das bedeutet dann für Bayern, weil wir ja so hohe Grundstückspreise haben, ein einfaches Gesetz und dann eben am Ende keine Steuererhöhungen, was ganz wichtig ist, weil das führt auch dazu, dass es keine Mietpreissteigerungen gibt. Teure Wohnungen würden danach in Bayern begünstigt. Für die Abweichungsklausel zugunsten der Länder braucht der Bund eine Grundgesetzänderung und Stimmen der Opposition. Die FDP kritisiert Bürokratie. Wir wollen allerdings mit Herrn Scholz über die Grundgesetzänderung sprechen, denn die ermöglicht es den Ländern, für sich diesen Irrsinn abzuwenden. Schon kommende Woche dürfte der Bundestag den Gesetzentwurf behandeln. Einzelheiten zur Grundsteuerreform finden Sie auf tagesschau.de. Trotz intensiver Verhandlungen ist das EU-Gipfeltreffen in Brüssel ohne konkrete Beschlüsse zu Ende gegangen. Vor allem Deutschland und Frankreich konnten sich beim Streit über den künftigen EU-Kommissionspräsidenten nicht annähern.
Kanzlerin Merkel favorisiert den EVP-Spitzenkandidaten Weber. Frankreichs Präsident Macron lehnt den CSU-Politiker ab. Uneins blieb der Gipfel auch beim Thema Klimaschutz. Die Forderung war eigentlich nicht zu übersehen, doch genutzt hat sie nichts. Per Videobeamer hatten Umweltaktivisten die EU noch in der Nacht aufgefordert, Klimaschutz ernst zu nehmen. Doch auf das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden, also fast kein CO2 mehr auszustoßen oder es zum Beispiel durch Aufforstung zu kompensieren, konnten sich die Regierungschefs nicht einigen. Vor allem das stark von Kohlestrom abhängige Polen war dagegen. Wir freuen uns über die vielen schönen Worte derzeit, wie wichtig Klimaschutz sei. Aber den Worten der Politiker müssen Taten folgen. Gestern hatten sie die Chance und sie haben versagt. Und auch beim anderen großen Thema keine Einigung. Der Frage nämlich, wer ihm, Jean-Claude Juncker, als Chef der EU-Kommission nachfolgen soll. Allerdings machten die Regierungschefs klar, die vor der Europawahl aufgestellten Spitzenkandidaten, wie etwa Manfred Weber, wollen sie nicht auf dem Posten. Dabei hatten viele Parteien den Wählern genau das versprochen, auch CDU, CSU und SPD. Ratspräsident Tusk hat gestern ganz klar festgestellt, dass es keine Mehrheit für diese Kandidaten gibt. Deshalb hat er uns aufgefordert, jetzt neue Namen vorzuschlagen. Auch die Bundeskanzlerin schien heute nicht bereit, noch weiter für ihren Kandidaten Weber zu kämpfen. Also für mich steht jetzt erstmal das Konsultationsergebnis von Donald Tusk fest, dass keiner dieser Spitzenkandidaten eine Mehrheit im Europäischen Rat hat. Und ich sehe im Augenblick nicht, dass sich an dieser Feststellung etwas ändern kann. Bei einem Sondergipfel am 30. Juni wollen die Regierungschefs nun ganz frei entscheiden über die Top-Jobs in Brüssel. Die Euphorie war groß nach der Europawahl. Mehr Klimaschutz, ein demokratischeres Europa, das schienen die Lehren, die man hier in Brüssel ableitete, aus der hohen Wahlbeteiligung. Vier Wochen später ist davon kaum noch etwas übrig. Stattdessen Business as usual mit altbekannten Argumenten. Zehntausende Menschen haben nach Veranstalterangaben heute in Aachen für mehr Klimaschutz demonstriert. Im Rahmen von Fridays for Future gingen Teilnehmer aus 17 Ländern auf die Straße. Sie forderten unter anderem einen früheren Kohleausstieg. Aachen wurde wegen der Nähe zu den rheinischen Braunkohlerevieren gewählt. Hier sind am Wochenende weitere Protestaktionen geplant. Aufstehen für mehr Klimagerechtigkeit. Noch nie folgten in Deutschland so viele dem Aufruf der Fridays for Future-Bewegung zum Protest wie heute. Etwa 40.000 Teilnehmer waren es laut Veranstalter beim ersten internationalen Streiktag hierzulande. Da spricht Bennett darüber, was das Motivationslevel hier ist. Es sagt auch ganz deutlich, wir hören längst nicht auf, wir geben nicht nach. Und liebe Politik, zieht euch warm an, weil wir hören noch lange nicht auf. Die Stimmung geradezu enthusiastisch, auch wenn etliche eine lange Anreise in Kauf nehmen mussten, um in Aachen dabei zu sein. Mich hat es 27 Stunden gekostet, herzukommen aus Neapel, aber es ist eben extrem wichtig, auf die momentane Situation hinzuweisen. Ich bin 14, also kann ich nicht wählen und meine Sorgen sind den Politikern egal. Protestieren ist für mich der einzige Weg, gehört zu werden. Unter die jugendlichen Protestler mischen sich mittlerweile aber auch viele Ältere. Jetzt, wo die Jungen aufgestanden sind, habe ich gemerkt, wir machen nichts oder viel, viel, viel zu wenig. Und unsere Generation ist es, die es verbrochen hat. Morgen wollen viele der heutigen Teilnehmer am Tagebau in Garzweiler demonstrieren. Ein Zug mit Braunkohle unterwegs zum Kraftwerk Niederaußem wurde am frühen Abend von Demonstranten des Bündnisses Ende Gelände gestoppt. Weil sie ankündigten, das Braunkohlerevier morgen blockieren zu wollen, sicherte dort die Polizei schon heute das Gelände. Der Tatverdächtige im Mordfall Lübcke soll noch im März Kontakt zur Neonazi-Szene gehabt haben. Das ARD-Magazin Monitor berichtet über Fotos, die Stefan E. bei einem konspirativen Treffen mit Mitgliedern der Neonazi-Organisationen Kombat 18 und Brigade B in Sachsen zeigen sollen. Innenminister Seehofer kündigte an, die Informationen prüfen zu lassen. Den Behörden zufolge war der Verdächtige zuletzt nicht mehr als Extremist in Erscheinung getreten und deshalb nicht besonders beobachtet worden. In der georgischen Hauptstadt Tiflis haben gestern Abend tausende Demonstranten versucht, das Parlament zu stürmen. Aus Protest gegen den Besuch einer russischen Delegation hatte die Opposition die Menschen aufgerufen, sich vor dem Parlamentsgebäude zu versammeln.
Bei Auseinandersetzungen mit der Polizei wurden mindestens 240 Personen verletzt. Auch heute Abend versammelten sich wieder Tausende vor dem Parlament. Hinter den Protesten steht die Angst vor einem zunehmenden russischen Einfluss in der ehemaligen Sowjetrepublik. Das sanierungsbedürftige Segelschulschiff Gorch Fock hat heute einen ersten Testlauf absolviert. Nach mehr als 3 Jahren wurde der Rumpf wieder zu Wasser gelassen. Vorausgegangen war eine Einigung in einem Rechtsstreit. Die Sanierung der Gorch Fock war ursprünglich auf 10 Millionen Euro veranschlagt worden. Jetzt wird mit 135 Millionen gerechnet. Eine gut gelaunte Ministerin an Bord eines unfertigen Schulschiffs. Immerhin schwimmt die Gorch Fock heute wieder. Für Ursula von der Leyen ein Meilenstein, auch wenn die Kosten für den Neuaufbau des Schiffes explodieren. Die Perspektive ist besser geworden, dass wir unser gemeinsames großes Ziel erreichen können, dass die Gorch Fock im Herbst 2020 wieder in der Ausbildung eingesetzt werden kann. Bis gestern war nicht klar, ob die Bremerhavener Bredow-Werft das Marineschulschiff heute überhaupt freigeben würde. Denn der Fall ist kompliziert. Ende 2015 soll das Schiff saniert werden. Die Marine heuert die Elsfleter Werft als Generalunternehmer an und bezahlt sie. Die wiederum beauftragt die Bremerhavener Bredow-Werft mit dem Neuaufbau. Später ist die Elsfleter Werft insolvent. Subunternehmer Bredow-Werft fürchtet, auf Kosten von 5,1 Millionen Euro sitzen zu bleiben und möchte das Geld jetzt von der Marine. Die aber winkt ab, jetzt soll der Streit vor Gericht geklärt werden. Der Bund hat uns unmissverständlich klargemacht, dass es kein Geld geben wird, sodass wir den Klageweg ohnehin beschreiten müssen. Nach dem Ausdocken wandert die Verantwortung für das immer noch stark beschädigte Schiff zurück zur Elsfleter Werft, die eine neue Geschäftsführung hat. Was jetzt allerdings genau mit der Gorch Fock passiert, das konnte Ursula von der Leyen auch heute nicht sagen. Bei der Frauenfußball-WM in Frankreich trifft Deutschland im Achtelfinale auf Nigeria. Vor dem Spiel morgen in Grenoble absolvierte die Mannschaft von Bundestrainerin Vos Tecklenburg heute das Abschlusstraining. Dicke Hagelkörner. Der Empfang bei der Stadionbesichtigung in Grenoble alles andere als freundlich am Tag vor dem Achtelfinale. Doch die Bundestrainerin lässt sich die Vorfreude auf das Spiel gegen Nigeria dadurch nicht vermiesen. Wir wissen, dass es ein herausforderndes und sicherlich auch großartiges und enges Spiel da auf uns zukommen wird. Und wir wissen, dass wir ganz viel Support aus Deutschland haben. Also von daher ist die Freude groß. Gilt auch für Nigeria. Der amtierende Afrikameister musste gestern bis in den späten Abend warten, bis der Einzug in die K.O.-Runde feststand. Als einer der 4 besten Gruppen Dritten. An den Reaktionen hat man auch gesehen, wie viel Bedeutung es auch für Nigeria hat, natürlich dieses Achtelfinale zu spielen. Und die werden emotional dort alles reinwerfen, was sie haben. Es ist eine große Ehre, sind 2 afrikanische Mannschaften weitergekommen. Das ist auch für den gesamten Kontinent, hat das natürlich eine besondere Bedeutung. Beim Abschlusstraining war auch Jennifer Marojan dabei. Die beiden letzten Gruppenspiele hatte sie wegen eines Zehenbruchs pausiert. Ein Kurzeinsatz nicht ausgeschlossen. Wir halten uns die Türen offen, die Optionen offen, Startaufstellung sicherlich nicht. Und alles Weitere werden wir heute Abend anschauen. Ein Sieg gegen Nigeria und die Tour de France des DFB-Teams ginge dann weiter nach Rennes. Die frühere ZDF-Nachrichtensprecherin Wiebke Bruns ist tot. Sie war die erste Frau, die im westdeutschen Fernsehen eine Nachrichtensendung präsentierte. Bruns starb gestern Abend im Alter von 80 Jahren. Nach ihrer Sprechertätigkeit war sie als Stern-Korrespondentin und WDR-Moderatorin tätig. 2004 veröffentlichte sie den Bestseller Meines Vaters Land über ihren Vater, der zunächst SS-Mann war und später als Mitwisser des Hitler-Attentats hingerichtet wurde. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 22. Juni. In der Nordhälfte Deutschlands scheint dank Hochdruckeinfluss morgen oft die Sonne. Dem Süden bringt ein kleines Tief noch teilweise kräftige Schauer und Gewitter. Auch heute Nacht gibt's im Süden mal mehr, mal weniger Wolken, anfangs Gewitter, sonst einige Schauer. In der Nordhälfte dagegen meist klar und morgen oft sonnig. Im Süden sind oft noch viele Wolken unterwegs, die Schauer und teilweise heftige Gewitter bringen. Regional regnet es auch längere Zeit. In Niederbayern heute Nacht bis 17, im Emsland nur frische 7 Grad. Bei Regen im Süden morgen unter 20, am Niederrhein bei Sonnenschein bis 27 Grad. Am Sonntag im Süden zum Teil noch wolkig und vor allem in Alpennähe einzelne Schauer und Gewitter. In der neuen Woche dann überall Sonnenschein und es wird immer heißer.
Um 21.45 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Entscheidung in letzter Sekunde, wie nah sind die USA und der Iran an einem Krieg? Sowie Schotter statt Schmetterling, wie Deutschland seine Vorgärten zupflastert. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.